auf die Idee gekommen, sie will jetzt eine Reinigungskraft. Ich habe schon lachen müssen, weil wir gedacht haben, das wird nichts. Das kann gar nichts werden. Noch putzen. Richtig. Und dann habe ich gefragt, so wie es war. Und ich weiß ja circa, sie putzt ja wirklich viel, dass ich immer alles sauber. Und dann kommt diese Reinigungskraft. Ne? Und ich war zufällig auch da, weil ich da was hergebracht habe und denke mir so, was soll die da putzen? Also wo, was? Es war alles, aber wirklich alles. Picobello. Ja. Picobello. Die Reinigung, dann hat die Mama der Reinigungskraft halt alles einmal gesagt. Das, ne? Ja. Und dann ist die gegangen nach 3 Stunden. Und ich frage so zu Mama, sag ich, hörst, was hat die da jetzt gemacht? Naja, ich habe jetzt einmal alles gesagt, ja. Und weißt du, ich habe ja schon vorher geputzt. Und ich sage jetzt, Mama, du hast das Prinzip nicht verstanden, also von einer Reinigungskraft. Ja. Also die kommt eigentlich, dass für dich putzt. Ja. Nicht du für sie. Ja. Ja. Und dann, das war das Allerbeste, dann hat es noch putzt. Das heißt, sie hat vor und noch putzt. Das heißt, die hat 6 Stunden putzt. Die Reinigungskraft 3 Stunden putzt. Ja. Und das ist das Ganze, ist ja das Allerbeste. Das Ganze ist aber so 2 Monate gegangen. Jede Woche. Und dann habe ich der Mama irgendwann gesagt, Mama, jetzt bei aller Liebe, also du kannst eh tun, was du willst, aber das ist Baller. Ja, gibt es Geld in den Kindern? Kauf dir einen Lottoschein.